Herzlich willkommen zurück zu Folge 103 von Assassin's Creed Origins. Ich bin dein Simon. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, nach längerer Zeit auch mal wieder Assassin's Creed Origins. Ich habe mir aufgeschrieben, wir müssen ein Schiff angreifen, um das Krokodil zu finden. Muss ich nur noch mal. So. Genau. Wie geht den Gefangenen befreit als letztes? Ich erinnere mich. Jetzt schauen wir mal, dass wir. Whoa. An das Schiff rankommen. Oh, wir dürften heute auch das Level abmachen. Das ist nice. Ich denke mal, wir dürfen da eigentlich nicht so einfach ran. Aber nicht das Schiff, was wir schon geklärt haben. Weil ich da gerade keine Gegner drauf entdecke. Naja, tauchen wir mal hin. Und dann sehen wir weiter. Ich werde auch versuchen, heute gleich ein paar mehr Folgen aufzunehmen. Dass ich mal jetzt langsam in den Rhythmus komme, dass wieder zwei Folgen am Tag kommen. Ach komm, du kleines Boot, lass mich doch jetzt in Frieden hier. So, nun schickt man schon einen Sohn Ägyptens gegen mich. Es ist lange her, dass ich so viel Blut vergossen habe. Ich komme von Apollodoros. Wir haben gemeinsame Interessen. Wer bist du? Und was willst du von mir, hä? Ich bin Bayek von Siva. Ich will Informationen über das Krokodil. Das Phantom, das ganze Fayum in die Knie zwang? Was könntest du von ihm wollen? Er gehört einer Gruppe an, die Ägypten vernichten will. Und ich bringe jeden einzelnen von ihnen zur Strecke. Bayek von Siva, du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Das Krokodil verendete nicht nur das Land, sondern die Menschen. Die, die nicht in Angst vor ihm leben, müssen für ihn arbeiten. Und du weißt nicht, wer das Krokodil ist? Ich habe die Aufzeichnungen eines korrupten griechischen Magistrats. Sie verraten uns vielleicht die Identität dieses Krokodils. Und wenn wir sie Apollodoros übergeben, bringen wir womöglich die ganze Organisation zu Fall. Wo sind sie jetzt? Meine Frau Chenut hat sie für mich versteckt. Solange die Ptolemäer glauben, dass ich sie habe, ist meine Familie sicher. Deshalb muss ich immer in Bewegung bleiben. Hier, dann weiß Chenut, dass du ein Freund bist, dem man trauen kann. Es ist für meine Tochter Shadia. Wenn du sie hast, treffen wir uns im Hafen bei Euhemeria. Klingt nach einem Plan. Bayek, sieh dich auf meinem Schiff um, bevor du gehst.
Ich führe Buch über alle örtlichen Probleme, die vielleicht auf das Krokodil zurückgehen. Das könnte dich interessieren, als Magi. Das interessiert mich auf jeden Fall. Ganze Dorfbevölkerungen verschwinden im Senhüres. In der Karawanserei erzählt man sich von einer Invasion der Dämonen. Ich bin noch keinem begegnet. Das sollte ich mir ansehen. Werden wir auf jeden Fall tun. Wem ist dieser Schrein gewidmet? Ich bete für die Menschen, die in Dionysias durch das Feuer starben. Jemand brennt ihre Höfe nieder. Du, Magi, könntest dem ein Ende setzen. Ich werde es versuchen. Werden wir auf jeden Fall alles machen. Was tust du da? Eine rätselhafte Plage traf die Armen in Eumeria. Durch das Verbrennen ihrer Leichen werden ihre Seelen verflucht. Sie erreichen nie die Gefilde der Binsen. Ich möchte ein Heilmittel für sie finden. Es gibt immer eines. Ich brauche nur die richtige Kombination. Tote verbrennen? Was ist das hier? Ich wünsche dir viel Erfolg. So. Verzeih mir, meine Tochter hörte die Gerüchte über Dämonen. Sie hat eine lebhafte Fantasie. Jetzt haben wir alles. Dann können wir mit dem Schiff dahin begonnen. Aber wir schwimmen halt schneller, als das Schiff unterwegs ist. Ne? Weiß ich nicht. Wir leihen uns mal das Boot da vorne. Dann schauen wir bei Chenut vorbei. Und hoffen auf Hilfe und neue Informationen. Das ist der Plan. Hallo. Ich bring ihn später zurück. Danke dir vielmals. Du da! Halt! Immer mit der Ruhe. Wir wollen dich ja nicht mehr überfallen. Weil das größte Problem, wir haben hier die untereine neue Mission bekommen. Das größte Problem sind immer noch Felle. Beziehungsweise Leder und Pelz. Haben wir noch gar nicht, oder? Dann verjüngen wir auf jeden Fall. Einen Schnellreisepunkt würde ich heute noch gerne erreichen. Ich glaube, wenn wir das heute geschafft haben, dann können wir zufrieden sein. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, was für Informationen wir bekommen.
der Hoffnung, dass wir das Kubril ausfindig machen können. Blockade werden wir wahrscheinlich auch irgendwann brechen müssen. Weil wir jetzt auch nicht wirklich blockiert wurden. So. Vielen Dank fürs Leihen. Und habt einen schönen Tag. So. Können wir beim Weber vorbeischauen. Zum einen können wir da vielleicht ein bisschen Krempel verkaufen und ein paar Felle kaufen, ein paar Lederzeug uns anschaffen vielleicht. Erledigt. In Ordnung. Wir nehmen das alles mit. Recht günstig. Warum ist ja Holz so verdammt teuer? Ach nee, es gibt so viele, ich verstehe. Und ich Eisen auch. Weil wir Eisen relativ easy bekommen. Indem wir so Schiffe überfallen. Ich hab verkauft. Nein. Das war jetzt sehr klug. Gut. In der Tat. Ein Vergnügen. Zum Glück habe ich nicht das andere auch noch verkauft. Okay, wir gehen trotzdem kurz. Seltene Schätze! Direkt aus den Händen der Götter! Das, war jetzt komplett kacke. Ich habe mich so gefreut, dass wir günstig so viel Zeug kaufen können. Halt. Bleib mal stehen. So ein Mist. Ärgere ich mich gerade sehr um mich selbst. Weil wir teilweise richtig viel hatten. Das sieht aber sehr schön aus. Das reicht nicht für ein Level Up. Oh, es hilft nichts, ne? Müssen wir irgendwann anderes wieder reinholen, die Sachen, die ich jetzt bescheidenerweise verkauft habe. Nichtsdestotrotz bedanke mich erstmal. Vielen, vielen Dank fürs mit dabei sein und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst euch gut gehen oder rein. Ciao, ciao.